Wir haben ja seit Gründung des Zentrums für Künstliche Intelligenz hier in Saarbrücken uns immer mit dem Thema E-Learning beschäftigt. Für uns ist es besonders wichtig, dass Techniken der Künstlichen Intelligenz dazu dienen, wirklich intelligente Tutoring-Systeme zu erstellen, die den Lerner verstehen und dadurch ein individualisiertes Lernen möglich machen. Das ist zum Beispiel im Bereich der Mathematik ganz hervorragend gelungen, dadurch, dass diese KI-Systeme auch die Fehler der Lernenden analysieren können und nicht einfach nur sagen, die Antwort war falsch, sondern quasi auch die Misskonzepte und Fehler des Lernenden automatisch entdecken. Wichtig für uns war aber, dass wir uns jetzt mit der Universität zusammengeschlossen haben, unser sogenanntes Kompetenzzentrum für E-Learning mit dem WISO, letztendlich aber auch mit der Fachhochschule, der HTW und das ist für uns ganz wichtig, mit dem Unternehmen IMC AG hier zusammengeschlossen haben, zu dem neuen Caltech Center. Ich erwarte mir, dass das eine ganz große Rolle spielen wird als Leuchtturm in Deutschland und zwar insbesondere für mich im Kontext der europäischen Initiative, das sogenannte European EIT, das Zentrum für Innovation und Technologien, wo wir ein Dreieck bilden, nämlich Ausbildung, Lernen, Forschen und letztendlich auch Innovation. Ich werde da in Kürze bei dem IT-Gipfel mit der Kanzlerin auch ein neues Konzept vorstellen. Wir nennen das Software University Network. Da werden sich die 5 Top-Universitäten in Informatik in Deutschland zusammenschließen mit der Industrie. Und ab nächstem Jahr wird dann auch hier in Saarbrücken, gefördert vom BMBF, ein Verbund stattfinden, wo wir immerhin 1 Million Euro pro Jahr aus dem Bund erwarten. Ja, also ich sehe das so, dass wir das als deutschen Leuchtturm etablieren wollen, dass wir also wirklich mit diesem Zentrum in Deutschland die Nummer 1 für Lerntechnologien werden. Das haben die beiden Leiter, Herr Kollege Igel und Siegmann, dadurch schon erreicht, dass sie wirklich ein Netzwerk gebildet haben, was nicht nur im Saarland alle Kräfte bündelt, sondern weit darüber hinaus in ganz Deutschland die wichtigsten Personen mit einbeziehen und jetzt aber auch ins Ausland gehen, von China bis zu den USA, sodass ich glaube, das kann also für das Saarland eine ganz große Sache werden. Ich glaube, in dem Thema E-Learning wird noch eine ganze Menge zu tun sein in den nächsten Jahren. Ich sagte schon, dass wir beispielsweise Methoden der Benutzermodellierung des individuellen Lernenden noch stärker ausbauen müssen, aber dass wir auch ganz neue Verfahren, die wir hier auch am DFKI entwickeln, wie beispielsweise das 3D-Internet, also dreidimensionale Darstellung für das Lernen. Denken Sie zum Beispiel an Maschinenbau oder Medizin, wo ja die dreidimensionale Darstellung eine große Rolle spielt. Wir haben hier Technologien entwickelt, die es möglich machen, solche dreidimensionalen Darstellungen auch ganz normal im Internetbrowser zugänglich zu machen. Und da erwarte ich mir auch nochmal einen Schub in den Lerntechnologien.